Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Wochenlicht. Diesmal für die Woche 18 vom 28.04. bis zum 4.05. Ja, und da schlittern wir hinein in den Mai. Die neuen Monatslegungen sind jetzt alle schon auch auf dem Weg zu euch oder schon bei euch gelandet, je nachdem. Mal gucken, wie alles mit Hochladen noch klappt. Ja, und wünsche ich euch einen wundervollen Start in den Mai. Genießt das Wetter, lasst euch da wohltun, erblüht mit der Natur. Ja, Portaltag haben wir diese Woche noch nicht, dann erst am 5.5. ist der nächste Portaltag, ja, das Fünfertor. Und ja, bis zum Ende des Monats, jetzt diese Woche, dieser Tage, haben wir noch eben die wichtige Station, dass die Venus in den Stier zieht. Also auch die Venus ist dann im Stier bis zum 22.05. Und am 30.04. wechselt der Mars in den Widder. Beide stehen dann in ihren eigenen Zeichen. Da habt ihr auch zu dieser Konstellation ja die Sternzeichenlegungen volle Kraft voraus. Beide sind dann in ihrer ganzen Kraft und ja, wirkt das für uns natürlich auch intensiv, belebend, ja, stärkend. Ja, klein Moment, da schalten wir noch das Licht dazu. Ja, die Weiblichkeit und die Männlichkeit kommen in ihre Höchstform in uns selbst und auch in den entsprechenden Konstellationen, ja, aber es ist immer wieder auch wichtig zu wissen, wo wir hingehören. Auch das ja, spielt in dieser Konstellation mit hinein, vor allem dadurch, dass Lilith in der Jungfrau steht, ja, auch einem Erdzeichen, und ja, dann jeder einfach auch so schauen darf, ne? Was ist jetzt wirklich für ihn dran? Ist es wichtig, offen und ehrlich miteinander umzugehen? Ja, dann ist eine Menge möglich. Eine Menge an Leidenschaft, Erotik, Kreativität, auch Erfolg. Erfolg im Beruf, nicht nur im Miteinander. Ja, kommen wir da auch im beruflichen, berufungsmäßigen sehr stark in volle Kraft, ja. Der Mai wird noch einmal ein Monat der Transformation, aber da geht es auf dann in eine wirklich gute Entfaltung, Gelingen hinein, Erblühen. Ja, darauf gehen wir dann im Detail noch ein. Schauen wir mal, was zeigt sich hier an, ja, an Thema für die Woche. Was dürfen wir da besonders beachten? Consistency, die Konsistenz. Ja, wir dürfen schauen, was uns entspricht, was im Miteinander wohltut. Ja, hier geht es um Übereinkunft, um Vereinbarkeit, um ja, vielleicht auch so gewisses Maß an Konsequenz. Ja, also was kannst du mit dir vereinbaren? Was lässt sich mit deinen Lebensverhältnissen, mit deinem Weg vereinbaren? Was lässt sich im Miteinander vereinbaren? Sollte das einfach auch klar und deutlich zum Ausdruck gebracht werden, wofür du selber stehst? Ja, womit du selber übereinstimmst, was du mittragen kannst, was nicht. Und ja, es ist wichtig, ne, wirklich auch mit dir in Einigkeit, in Klarheit zu sein, ne, um auch entsprechend in deine eigene Kraft zu kommen, aber eben auch vom anderen, vom Außen wahrgenommen zu werden, angenommen zu werden, ja. Was entspricht deiner männlichen, was deiner weiblichen Kraft? Das ist wundervoll, passt zu dieser Woche ganz hervorragend, ja. Und entsprechend wird sich das natürlich auch im
den Beziehungen im Miteinander niederschlagen, zum einen, ja, nicht nur in der Liebesbeziehung, sondern ja auch in allen anderen, in beruflichen Beziehungen hin zu Kindern, Eltern, Freunden, ja, Fremden natürlich auch, ne, dass sie einfach auch wissen, woran sie sind, indem du dich ja ganz dir entsprechend einfach auch zeigst und auftrittst, ja, bestimmt, aber liebevoll, ja, einfühlsam auch, aber eben klar und deutlich, ja. Vielleicht wird dir selber an manchen Stellen einfach auch klar und deutlich, was du willst. Ja, formuliere es auch. Hör da auch auf deine Seele, auf dein Herz, deine innere Stimme. Bring das. Formuliere es ganz für dich aus. Na, was dir am Herzen liegt, was dir wichtig und wert ist. Und entsprechend klarer wird es auch, wie du damit vielleicht selber in Umsetzung gehen kannst, was du selber noch tun kannst, was du organisieren musst vielleicht, wo es lang ist, wer anzusprechen ist, wie auch immer, ja. Es bringt dich in Leichtigkeit hinein, ne? Die Schwalbe. Ja, vielleicht ist bis zum Sommer dann noch mal eben eine wichtige Entwicklungszeit. Ja, wir tanzen jetzt in den Mai hinein. Beltane ist das Frühjahrsfest, Frühlingsfest. Es geht bis zum 20.06. bis zur Sommersonnenwende. Ja, vielleicht ist da bis dahin ein sehr wichtiger Entwicklungszeitraum, ne, für das, ja. Was du jetzt anstößt oder was jetzt für dich hineinkommt. Ja. Interessanterweise, wir haben ja an der Unterseite noch Fortitude, die innere Kraft und Stärke. Vielleicht gilt es hier wirklich auch nochmal, sich zu konzentrieren, sich der eigenen Kraft und Stärke einfach auch bewusst zu werden. Interessanterweise haben wir jetzt hier auch wieder Mann und Frau. Ja, sehr beachtlich. Venus in Stier, Mars in Widder. In dir selbst ist das ja eine wichtige Entwicklung, die sehr segensreich ist, sehr geführt, ne? Die dich in deine innere Kraft und Stärke bringt. Jetzt vielleicht wichtige Dinge angestoßen werden in dieser Woche oder vorankommen. Wichtige Kontakte geknüpft werden, ja, mit Menschen, mit denen du auf Wellenlänge bist, übereinstimmst, ja. Ja, stehe auch ehrlich zu dem, womit du nicht übereinstimmst, ja, was dich vielleicht auch in deiner Kraft und Stärke schwächt, ja. Entsprechend sortiere da vielleicht einfach auch aus, was dir eben nicht wohl tut, ne? Ja, wir schauen beim Lennemann. Guck mal. Ja, Wahnsinn, das Kreuz. Naja, ein Monat geht zu Ende. Vielleicht wirklich auch ein wichtiges Lernkapitel, eine wichtige Etappe für dich selber in deiner eigenen Entwicklung mit bestimmten Dingen. Kommt das hier erfolgreich zu Ende und passiert hier sehr viel Schicksalhaftes, ja. Bringt dich in, ja, in energetische Balance, in sozusagen auch in gesundheitliche Balance, in Wohlbefinden hinein. Mit den sechs der Stäbe, die wir hier noch angezeigt haben. Ja, erfolgreich. Hier wird etwas erfolgreich wirklich auch bestanden, zu Ende geführt. Und auch deswegen, weil du hier im Vertrauen bleibst, ja, es ist auch wirklich die Lernaufgabe, bleib im Vertrauen, Vertrauen hin zur göttlichen, geistigen Welt, dass, ja, sich alles einfach auch so zeigt und fügt und ergibt und du auch schon durchkommst, ne, durch schwierige Zeiten, wie es nötig ist, ne, es führt dich hinüber ins grüne Land, wie gesagt, ja, wirklich lieb diese Darstellung des Kreuzes, ne. Das macht so viel deutlich, ne? Da
liegen wirklich, ja, vielleicht auch wirklich harte Zeiten hinter dir. Karges Land haben wir hier im Vordergrund am Fuße des Kreuzes, ja, aber gleichzeitig eben auch diese massiven Felsenberge, ja, die auch wichtig sind, eine wichtige Grundlage für all das, was sich daraus entwickeln wird, ne? Hier gilt es noch, ja, etwas zu Ende zu bringen, die über die Brücke zu gehen, ja, die Hängebrücke hin in das neue fruchtbare Land. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, ne? Hier haben wir ganz viel Wiesen, Felder, Wald, Waldwege, ja, Flüsschen, saftig grün. Gleichzeitig sieht alles aus wie Phönix aus der Asche. Du wirst hier erstehen wie Phönix aus der Asche. Vielleicht ge gesundheitlich, kräftemäßig. Ja, vielleicht kommt hier wirklich gute, starke, ja, auch siegreiche Energie hinein diese Woche, ne? Ja, etwas, was dich in den Erfolg führt, ja, wo du vielleicht selber auch eben auf Erfolg eingestellt bist, ja, etwas gezielt angehst, etwas findest, ja, vielleicht eine Arbeitsstelle, ein Gegenüber, was dir entspricht, wo es Übereinstimmungen gibt, wirklich so innere und äußere Übereinstimmungen, ja, innere wie äußere Übereinstimmungen. Ja, sich das Leben in allen Farben und Facetten einfach auch gemeinsam bestreiten lässt, gehen lässt. Ne? Ja, aber eben hier gilt es auch noch mal was zu erledigen. Ja, und einfach aus eigener Erfahrung heraus, das Kreuz steht eben auch mit Kreuz, mit unserem Kreuz körperlich gesehen, mit dem Rücken in Verbindung, dem unteren Rücken vor allem. Es wird an dieser Stelle einfach auch bemerkbar, wo du eben nicht mit dir übereinstimmt. Ne? Und das ist ein wichtiges Signal, falls du irgendwie Rückenschmerzen hast im unteren Rücken. Vielleicht gar Hexenschuss oder so, ja, dass du mit dir selber, mit deinem Weg, ja, mit dem, was du auch selber vielleicht vorhast und wünschst, nicht übereinstimmst. Und da darfst du eben nochmal hinschauen, ja, etwas hier vielleicht auch wirklich korrigieren, etwas in Ordnung bringen, ausbalancieren und seien es, ja, die eigenen inneren Zweifel an einem Weg, ja. Hier geht es um Vertrauen beim Kreuz, ja. Vertrauen ins Schicksal, in die göttliche, geistige Welt, ja, geht es um Glauben, ne? Zu gehen, ja, voranzugehen, ohne schon alles zu wissen, ja, über, ja, vielleicht auch ein neues Kapitel, sondern, ja, überhaupt erstmal wirklich klar und deutlich zu starten, startbereit zu sein, ja. Ja, mach dich startklar hier. Für das neue Kapitel, in dem du ja ganz dir selber entsprichst, dir klar wirst, vielleicht auch im Miteinander eben, wie gesagt, etwas geklärt wird. Ja. Klasse. Das ist starke Energie. Ja, aber hier dürfen wir wirklich auch auf unseren Körper, auf unsere Energien, unser Wohlbefinden, ne? Achten, ja, unsere Lebenskraft und Energie in Balance bringen, dafür sorgen. Ja, guck mal, das Ass der Münzen. Hier ergibt sich eine wundervolle Chance auf Glück, eine glückliche Chance auf Erfüllung, Entfaltung, Beständigkeit, ja, Gesundheit, ja, Wohlergehen, vielleicht auch, ne, durch finanziellen Zuwachs, Zuverdienstmöglichkeit. Ja, klasse. Hier geht's auf. Auch hier geht's auf. Wieder der Weg hin in ein neues Kapitel. Ja, vielleicht ergibt sich die Chance hier für dich, ne, auf eine Reise, ein eigenes Wohnhaus, das Wohnhaus, was du dir wünschst, die Wohnung. Der Garten, ja, das neue Kapitel. Ja, das neue Kapitel ist es auf der anderen Seite. Ne? Es gilt, du, noch stehen wir hier. Ja, es gilt diese Woche hier
dieses Tor zu passieren, zu durchschreiten, ja, einzutreten, in diese Chance wahrzunehmen auf Neues, auf Glück, Beständigkeit, Verlässlichkeit, Gesundheit, ja, Zeit, Beziehungen, ja, wertvolle Beziehungen. Ja, vielleicht gibt es eben auch ganz konkret eine wertvolle Beziehung, ne, die sich hier bietet. In der Liebe, im Beruf, ja, wertvolle Chancen im Miteinander, in der Familie, in Freundschaften, ja, sich vielleicht mal wieder auch zu treffen, ja, rauszugehen. Die Natur selber, ne, vielleicht auch der Garten, dein Garten, ist ein wundervolles Geschenk, eine wundervolle Chance für dich, in Kraft und Stärke zu kommen, ja, in Heilung, Genesung. Aber, ne, auch hier wird deutlich, wir müssen ganz konkret einfach auch, und ich sage jetzt bewusst müssen, weil sonst geht diese Chance einfach auch vorbei, konkret etwas draus machen. Ja, das ist wirklich etwas ganz Konkretes, was vorbeikommt. Eben eine Wertschätzung zwischen Liebespartnern oder einen. Neue Beziehungsmöglichkeit, ein Arbeitsvertrag oder ein Stellengesuch, was auch immer. Es ist wichtig, ganz konkret darauf zu reagieren, ne? Diese Chance zu nutzen, daraus etwas zu machen. Es wird eine ganze Zeit dauern, ne? Auch hier eröffnet sich ein neues Kapitel, hier eröffnet sich ein neues Kapitel. Ja, es wird eine ganze Zeit dauern, bleibt da auch geduldig, aber bis sich's wirklich entwickelt, ne? Aber der Grundstein ist gelegt. Die Chance zur Grundsteinlegung ist hier vorhanden. Wird begegnen. Oder wirst du das selbst in Angriff nehmen, ne? Atem holen. Ja, Atem holen, ja, Luft einatmen. Hier ist die Chance gegeben, zum einen, ne, vielleicht wirklich in Erholungsurlaub zu gehen. Ja, vielleicht diese Woche, gerade mit dem Feiertag am 1. Mai dann auch, je nachdem von wo aus du zusiehst. In Deutschland ist es ein Feiertag. Ist das auch so eine Atempause, ja, eine Chance zum Luft holen, aber ja, nutze natürlich auch jede Chance hier, um Atem zu holen, um dir etwas Wohles, etwas Belebendes anzunehmen, zufließen zu lassen. Ja, wir können nicht immer nur ausatmen, wir können nicht immer nur geben, machen. Ja, hier haben wir bewusst auch die weibliche Figur mit angedeutet, ja, die innere Kraft und Stärke, unsere Tatkraft, unsere Schaffenskraft, die speist sich sehr wesentlich auch aus dieser Beziehung hin zu unserer weiblichen Seite, dem Empfangen, ja, etwas annehmen, ja, etwas wirklich, ja, sich schenken lassen, einfach auch geben lassen, sei es durch das Hinausgehen in die Natur, sich da beschenken gehen zu lassen, ja, oder zu offen zu sein für die Chancen, die kommen wollen. Ja, hier möchte eine Chance einfach auch wirklich bei uns ankommen, von uns gesehen, gewürdigt werden, angenommen werden, um, ja, um in Entwicklung zu gehen, uns in Entwicklung zu bringen, in Stärkung, in Heilung, in Stabilität, in, ja, in Ausbau auch von Gaben, Talenten, Fähigkeiten, ja. Aber wir müssen eben auch auf Empfang gehen, ne? Wir dürfen uns Ideen, Unterstützung, ja, Wertschätzung, Angebote einfach wirklich auch zukommen lassen. Ne? Aufmerksam dafür sein, neugierig einfach auch Ausschau halten. Ne? Hier ist ein Kind abgebildet oder eine kindliche
Elfe. Ja, sei einfach auch neugierig, erkunde die Welt, erkunde jeden Tag mit Neugier, mit Offenheit, ja, mit Gespanntheit auf das, was dazu fließen mag. Und gehe es positiv an, ja. Positive Energie, auch hier. Sechs der Stäbe, positive Energie, die Sonne, ja, auch wieder diese kindliche Energie. Ja, lass dir Leben, Kraft und Stärke vielleicht auch wieder zufließen, ja. Tank deine innere Kraft auch wieder auf, ne? Wir sind keine Stehaufmännchen. Wir dürfen auch immer wieder auf Empfang gehen, ist das wichtig. Ja, ich wünsche dir dafür eine wundervolle, auch erholsame Zeit natürlich. Sehr viel Kraft und Stärkung und ja, ganz tolle neue Entdeckungen und stehen zu dir selbst, Konsens finden miteinander oder eben auch loslassen, ne, was dir nicht wohltut. Hol dir das, was dir wohltut. Frische Luft, ja, Belebendes. Alles Liebe dafür und dann bis zu den Tageslichtern. Eure Tara von Tarot Rainbow.